Klimawandel, ein Streitgespräch. John. Emma, das ist doch der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Wir werfen Unmengen an Geld aus dem Fenster, um diesen Klimahype zu finanzieren. Arbeitsplätze gehen verloren und alles, was wir erreichen, ist eine übertriebene Panikmache. Emma. John, es ist wirklich frustrierend, wie du den Ernst der Lage ignorierst. Der Klimawandel ist real und wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Konsequenzen katastrophal sein. Du machst es dir viel zu einfach. John. Ach komm schon, Emma. Diese ganzen grünen Technologien sind teuer und ineffizient. Windräder sind hässlich und töten Vögel und Solaranlagen können nicht mehr bei schlechtem Wetter funktionieren. Emma. Das ist doch nur eine Ausrede, John. Erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch und werden langfristig kostengünstiger sein. Du tust so, als gäbe es keine Alternativen zu fossilen Brennstoffen. John, du und deine Umweltschützerfreunde wollt einfach nur die Wirtschaft zerstören und die Menschen in Armut stürzen. Klimaschutz ist nur eine Ausrede, um noch mehr Kontrolle über unser Leben zu gewinnen. Emma, das ist Verschwörungstheorie-Blödsinn, John. Klimaschutz ist kein Vorwand, sondern eine Notwendigkeit, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Du verschließt die Augen vor den Fakten. John. Fakten, Emma. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich werde nicht mit deinem Klimahysterie-Geplapper weiter beeindruckt sein, Emma. John, es ist enttäuschend, wie du über die wissenschaftlichen Erkenntnisse denkst und sie ignorierst und die Bedenken vieler Menschen abtust. Der Klimawandel ist real. Und wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Jetzt kommt ein kleiner Wandel. Die Diskussion auf der Bühne endet in einer angespannten Atmosphäre. Emma und John verlassen die Bühne, gehen in den Backstage-Bereich. Dort angekommen, ziehen sie beide eine Zigarette heraus und zünden sie an. Emma, nachdenklich. Du weißt, John, selbst wenn wir uns in den Argumenten nicht einig sind, schätze ich es, dass wir uns darüber austauschen können. John. Nimmt einen Zug und nickt zustimmend. Stimmt, Emma. Es wird oft so hitzig in diesen Debatten, dass man vergisst, dass am Ende des Tages wir alle auf diesem Planeten leben. Emma holt eine Flasche Wein und zwei Gläser aus einer Tasche und gießt Wein ein. Sie reichen sich die Gläser und stoßen miteinander an. Emma. Auf vernünftige Diskussionen und hoffentlich auf einen Weg, auf dem wir zusammenarbeiten können, um die Dinge besser zu machen. John. Auf Vernunft und Kompromisse. Vielleicht können wir beide etwas voneinander lernen. Die beiden setzen sich in eine ruhige Ecke, um weiter zu plaudern und ihren Standpunkt auszutauschen. Jetzt ist alles schick, aber ob es alles ehrlich ist? Ende.